Die Begegnung mit meinem Onkel verlief so, dass sie das Zimmer verließ, gehen konnte, senkrecht gehen konnte und bis heute von ihrem Leid befreit war. Bis heute. Direkt unterm Traberhof, wo Gröning auf dem Balkon sprechen sollte, er war ja nicht da, dann, wie ich hinkam. Das weiß ich nicht mehr. Heute, ob ich Vormittag oder Nachmittag hingekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Und da waren sie alle in Rollstühlen, auf Brettern, in Kisten, nur ganz primitiv. Es gab ja nichts. Geld hatten die Leute auch nicht und es gab ja auch nichts. War ja alles zerstört hier. Und manche haben 2 Tage da schon gesessen. Ich wusste gar nicht, dass ich muss an einem Freitag da gewesen sein. Und am Sonntag, schon ab Sonntag ist er da, noch eine ganze Woche soll er sich da aufgehalten haben. Naja, und dann habe ich ihn ja auch, sitzen konnte man ja nicht. Das ist der Traberhof, das war so ein Pferdegestüt. Und da standen so Tausende, Abertausende von Menschen. Also der Traberhof hat mich wirklich beeindruckt. Also wie ich da angekommen bin und ausgestiegen bin, das war morgens, dann waren wir da um 9. Also was ich schon sagte, auf diesem Feld da, diese ganzen Menschen, also das hat mich derart schockiert, weil das ja auch kranke Menschen waren, Rollstuhl, Gelähmte, Blinde, Kinder, weint, schreiend mit Eltern. Und jeder wollte ja in den Traberhof rein. Es war explosiv, das. Ne? Ganz München stand ja Kopf. Das war ja, das kann sich heute niemand mehr vorstellen, was damals los war. Ne? Da kam der belgische Kolonialminister, solche Leute kamen da, nicht wahr? Von der USA mit dem Flugzeug, nicht wahr? Ne? Die hätten uns 1000 Dollar auf den Tisch gelegt. Aber wir waren ja irgendwo eiskalt. Da haben wir gesagt, nee. Ja, ich bin extra von New York gekommen, sagen, macht nichts. Der Kriegsversehrte da aus der Ostzone. Der hat 8 Tage gebraucht, dass er hierher kommen kann. Und da sind wir ungefähr so um 6 vor das Schützenhaus gekommen. Und da war voller Menschen. Der Saal war schon voll. Da gingen über 250 Menschen rein in dem Saal, in dem Schützenhaussaal. Und alle warteten auf den Gröning. Plötzlich kommt er an. Ledermantel an, beide Hände in der Tasche, Kragen hoch und hatte ungefähr so 15 bis 20 Leute hinter sich. Wissen Sie? Wie der so ankam da und alle riefen so, Herr Gröning und wollten ihn anfassen, wissen Sie? Ob ich das gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich stand nämlich ziemlich, er ging an mir hier vorbei und ich ging in den Saal rein und da brachten sie viele junge Leute, brachten sie auf der Trage rein und auf Rollstühle. Und der Grüne ging jetzt in den Saal rein und ging auf die Bühne. Und das waren zuerst ja mindestens Hunderte, die jedes Mal kamen. Der Saal hier war immer ganz gerammelt voll. Und natürlich besonders, wenn Bruno Gröning selber kam, was vielleicht so 3-mal, wenn es hochkam, 4-mal im Jahr der Fall war. Was waren das für Menschen? Waren das Neugierige oder Kranke? Also überwiegend Kranke. Gewiss waren Teil Neugierige dabei. Aber überwiegend waren es doch kranke Menschen. Dann kam Gröning und die Leute schrien und da kriegt man natürlich schon Schüttelfrost. Dachte ich, ja, jetzt lasse ich mich überraschen, was denn da kommt.
Naja, dann kam er auf den Balkon und im Lautsprecher hat er dann versprochen, ich kann mich nicht mehr erinnern, was er alles gesagt hat. Nur in der Zwischenzeit sagte er dann mal, jetzt alle Kranken, die mich hören, die sollen sich bitte an den Teil jetzt sich konzentrieren, auf den kranken Teil, der ihm am meisten wehtut. Und ob die anderen, ich habe ja mit niemandem direkt gesprochen dann, zunächst mal. Und da dachte ich auch, ich werde jetzt an mein Kreuz denken, weil ich eine schwere Zangengeburt hatte, war 6 Wochen vor 5 Jahren im Krankenhaus und im Krieg keine Hilfe, keine Pflege gehabt. Und ich habe immer Rücken- und Kreuzschmerzen gehabt und bin krumm gegangen. Und da merkte ich auf einmal das Wahnsinn, ein Kribbeln, einen elektrischen Strahl, wie er das sagte, konzentrieren Sie sich. Und das habe ich gemacht. Einmal ein Zittern durch den Körper, ich habe mich direkt geniert, ich flog förmlich, so kam die Reaktion. Und dann habe ich mich geniert, dann guckte ich rechts und denke, oh Gott, den anderen ging es auch so. Und auf einmal merkte ich, die Schmerzen gingen weg und ich fühlte mich alleine, konnte mich auch gerade rücken. Und dann hörte ich als erstes, war wohl als erstes eine Frau, schrie sie auf einmal, Herr Gröning, Herr Gröning, Dankeschön. Und dann nahm die ihren Krückstock und schmiss den da in die Leute rein. Ich kann wieder gehen. Da war eine Frau, die hatte einen Stock, die ging ganz lahm, die konnte fast überhaupt nicht laufen. Die saß ganz vorne in der ersten Reihe. Und der Bruno Gröning, der stand da vorne jetzt, da sagte er zu der Frau, geben Sie mir Ihren Stock. Und die Frau reichte den Stock, wisst ihr, das ist ein Stock mit dem Gummi unten drunter, ne? Kennen Sie ja, oben der Griff. Ne? Da fasste er an und die Frau hielt den Stock unten fest. Da sagte er, spüren Sie was? Ja, sagte sie, ich merke so ein Kribbeln. Da sagte er, nehmen Sie den Stock, gehen Sie nach draußen und machen Gehversuche. Da ist die Frau nach draußen gehumpelt, den ganzen Saal darunter. Nach 10 Minuten kommt die Frau wieder und brüllt da hinten an der Tür. So machte sie. Ich brauche keinen Stock mehr. Also das Herausragende war eben, dass da ein Mann reingetragen wurde, der nicht laufen konnte, wurde hinten in den Saal gelegt. Und Bruno Gröning hielt dann seinen Vortrag und dann plötzlich sagte dann jemand, Herr Gröning, hier hinten liegt noch einer. Und er reagierte eigentlich gar nicht drauf, sagte bloß mal so nebenbei, ich vergesse niemanden. Und hielt seinen Vortrag weiter. Und als nachher der Vortrag beendet war, stand dieser Mann plötzlich auf, konnte gehen, ging an die Theke und holte sich einen Schnaps. Also das war sowas Unfassbares, dass ein Mensch, der nicht laufen kann, der da reingetragen wird, dann nach ein paar Stunden aufsteht und weggeht. Nur als Beispiel, schwer Gehbehinderte wurde von seiner Frau angeführt und er hatte sehr viele Schwierigkeiten, überhaupt heil an seinen Platz zu kommen. Und wie die Verbindung, wie diese Heilung, der Heilungsvorgang da, der scheinbar eingesetzt war, vorbei war, steht dieser Herr auf, dieser Alte, ich sehe ihn noch, und sagt, oh Mutter, ich kann wieder gehen. Und da war mir es klar, dass es keine Utopie, keine Spinnerei war, sondern tatsächlich eine wunderbare Sache sein musste, denn ich saß an diesem Mann. Und dann kam dann eine Zigeunerin, aber sehr elegant, aus Ungarn, und die kam auf Knien angerutscht und die schrie auch, Herr Gröning, Gröning, danke, und sagt, sprach sie an, die konnte auch Deutsch, war sicher eine reiche, gebildete Frau, aber eine Zigeunerin. Und die sagte, sie hatte die Hände, seit dem Krieg, sie konnte die Hände nicht mehr ausmachen, und auf einmal konnte sie die Hände öffnen. Das war das Zweite, dann bin ich da so auch ein bisschen zickzack gegangen und da sehe ich so auf 4 Rotkreuzträger und denke, was ist los? Und dann gucke ich nach unten, die hatten so Rotkreuzuniform, so auf mehreren Brettern, ganz primitiv zusammen, eine Trage
Und da liegt ein Mann, schneeweiß. Und das war ein Kriegsversehrter. Der war gelähmt, der konnte nicht mehr gehen. Und da blieb ich stehen. Da ging das Interesse an. Ich dachte, ja, gibt's das wirklich? Und auf einmal hat er da was gesagt, das habe ich nicht verstanden. Die Leute, Dengel bei 1000, was für ein Gemurmel da war. Da kamen sie ja gar nicht mit. Und dann hat er die Hände ausgestreckt. Und dann haben die Rotkreuzträger da, die diese Pritsche da getragen haben, die gaben ihm die Hand und da ist er langsam aufgestanden. Der war vollkommen gelähmt. Ich denke an eine Bekannte, an eine Lehrerin, die eine sehr ernsthafte Rückgratsverkrümmung hatte, die nicht mehr fähig war, aufrecht gehen zu können. Sie war nur noch in gebückter Haltung, fast 90 Grad, hatte eine Vielzahl von Behandlungen hinter sich, die ganz sicher irgendwo Linderung schafften, aber sie von ihrem eigentlichen Leiden nicht befreiten. Und im Nachhinein, nach vielen Gesprächen mit ihr, weiß ich, dass mein Onkel ihre letzte Chance war. Und manchmal brauchen Menschen offensichtlich so eine Grenzsituation, um eine andere Erfahrung zu machen. Die Begegnung mit meinem Onkel verlief so, dass sie das Zimmer verließ, gehen konnte, senkrecht gehen konnte und bis heute von ihrem Leid befreit war. Bis heute. Der eine sagt, ich kann nicht hören, da hatte der Bruno Gönig den gesagt, gehen Sie mal nach hinten am Ende des Saales. Und da hat der Bruno Gönig gerufen, so ganz leise, wissen Sie, hören Sie mich, hören Sie mich. Das konnte der Mann aber nicht hören normalerweise. Also, wenn er schwerhörig ist. Und da sagte der Mann, ja, Sie sagen, hören Sie mich. Da sagte Bruno Gönig, kommen Sie her und setzen sich wieder auf Ihren Platz. Und im Einzelnen kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen, was da alles passiert ist. Mir ist nur noch eins im Gedächtnis, dass auch ein Mann gesagt hat, er hätte Elefantenhaut gehabt an den Händen. Er konnte seine Hände nicht bewegen. Also es wären so hart der Haut, dass er die Hände nicht bewegen kann. Und das war plötzlich gut. Und da steht neben mir ein Mann und weil der wollte wohl weg oder weiß nicht, wieder einmal nimmt er eine Hand und springt über diesen Pferdekoppel mit einer Hand. Er war so ungefähr 50 Jahre alt und springt über die Koppel rüber. Dann sage ich, na, Sie sind ja hier verkehrt am Platz, was wollen Sie hier? Und dann lacht er, dann kommt er zurück und fasst die Brieftasche rein und sagt, gucken Sie mal. Das war, also ich erinnere mich, also wenn ich mich nicht irre, war das ein Freitag, wie ich da war. Ich bin Sonntag hier gewesen. Am Sonntag bin ich noch ein hundertprozentiger Schwerversehrter, Kriegsversehrter gewesen. Auf zwei Krücken. Und da hat er mir seinen Ausweis gezeigt, dass er hundertprozentig kriegsversehrt ist. Und er sagt, seitdem gehe ich. Und der ist nach 4-5 Tagen schon über so einen hohen, die Pferde, ja, wie wird ein Meter wird das gewesen, oder nicht? Dass die Pferde nicht rüberspringen. Es war ja ein Pferdegestüt. Da ist er mit einer Hand drüber gesprungen.